Und wenn du Pech hast, du darfst ja, glaube ich, nicht mal ein Dictionary oder so benutzen, dann verstehst du schon die Wörter nicht und dann kommst du überhaupt nicht weiter. Ist, nicht so cool. Wer bei Raidman russischer Dolmetscher mit Englischzertifikat? Das glaube ich, das glaube ich. So, du guckst Fernsehen. Wo ist mein Papi? Was macht das Papi da? Was soll das? Was tust du da? Versuchst du dich in Müll zu suhlen, der nicht da ist? Was macht er da? Das sieht aus wie diese Flaschendinger da. Aber es macht keinen Sinn. Kannst leider nicht sehen, was er da tut. Aber er tut irgendeinen Blödsinn. Muss man nicht verstehen. So, und du sitzt da jetzt wieder drin und keiner holt dich raus. Prima. Wo bist du? Kannst du sie da mal rausholen? Überleg's mir noch, bisher tendiere ich noch eher zu ja. Kannst mal versuchen, aufs ganze Leben gesehen sind 150 Öcken auch nicht so viel. Na klar, wenn du es hast, ist es ein super Ding. Aber wenn du es halt verkackst, dann ist das wieder so. Ansonsten, prinzipiell ist es eine gute Sache, klar. Was machst du da? Warum hast du sie jetzt auf den Arm genommen? Das macht keinen Sinn. Hallo? Bist du bitte. Oh. Schmeiß weg! Ich sehe schon. Typisch, man hat etwas Neues dazu installiert und schon rastet wieder alles aus. Hier, du kannst mal ein bisschen spielen. Dann hast du Hobby. Es funktioniert alles prima. So. Das Telefon klingelt. Schon wieder der Typ. Nerv nicht! Das Kind wollte ja fliegen. Ich glaube auch. Ich glaube auch so. Wann kommt denn das Kind jetzt? Könnte jeden Moment sein. Uns fehlen ja tatsächlich nur noch zwei Kinder. Das bedeutet, wenn das Kind auf der Welt ist, fehlt nur noch eins, dann haben wir zumindest schon mal alle sieben Kinder. Und dann müssen wir die noch altern lassen. Und dann nicht alles tutti. Wieso hat mein Hund schon wieder nichts zu essen? Hier, wir füllen das mal, dann kann er essen. Wuff! Was bellst du an? Schmetterlinge? Du musst mal Pipi. Hat er sich jetzt gestreckt? Was genau machst du da, kleiner Papi? So, Chica kommt. Was macht Chica? Chica möchte mit Cindy reden. Wieso sitzt Cindy im Bett? Oh, Raidman ist von der Schule nach Hause gekommen. Und schaut erstmal Fernsehen. Nein, spinnst du? Wir müssen an deinem Bestreben arbeiten. Du musst Level 5 der Motorikfähigkeit bekommen. Also wirst du jetzt tippen. Tippen, tippen, tippen üben. So. So. Dann kannst du jetzt einmal mit dem Papi reden. Chica ist ins Bett gegangen. Chica geht freiwillig ins Bett. Was ist denn da kaputt? Chicas Pokémon sind jetzt doppelt fit. Ja. Was soll schon heißen? Ne? Los! Hau rein! Du kannst wieder. Doppelt und dreifach. Du hast Kuchen im Inventar. Warum? Hast du überhaupt Hunger? Du hast gar keinen Hunger. Lauf damit. Kannst du mit dem Papi spielen? Lauf damit. Spiel mit dem Hund. Oh nein, er muss Pipi.
Komm, Cindy, streichel das Papi. Oh. Pat, pat, pat. Dem Papi gefällt das. Kannst du mit dem Ball auch spielen? Nein, du kannst ihn nur einstecken. Das ist ja doof. Du könntest auch ins Bett gehen, du bist nämlich müde. Ist er schon wieder geworden? Das gibt's doch nicht. Der hat sich in den Bot gehackt. In Glücksspielen habe ich zugegeben viel Glück. Warum hast du denn auch nicht im Lotto gewonnen? Was ist da los? Nein, dem Papi geht schlecht. Warum geht's dem Papi schlecht? Das Papi möchte raus. Ich habe leider niemanden, der mit dir rausgehen kann. Tut mir leid. Snow darf nicht raus. Kann ich das nicht vor der Tür machen? Hier? Kann ich mit dem Papi hier rausgehen? Scheinbar nicht. Kannst du mit dem Papi rausgehen? Danke für den Host, Mitsuki. Und hallo. Können wir mit dem Papi... Nein, du kannst nicht mit dem Papi rausgehen. Warum nicht? Gehst du jetzt mit dem Papi? Das Papi muss raus. Hochheben, Leckerchen. Tierpflege? Wieso kann ich nicht mit ihm rausgehen? Was ist für ein Hund? Was ist los? Rede mit mir, Hund. Wo gehst du denn jetzt hin? Und du willst Papa irgendwas erzählen und Papa hat keinen Bock? Auch gut. So, Redman, geh mal aufs Klo. Was hast du denn? Mit Redman plaudern. Nein. Ja, ich würde ihn ja gerne spazieren führen, aber es geht nicht. Reden, hochheben. Er kann ja nur so das Geschäft machen. Macht doch keinen Sinn. Bei Fuß? Dann macht das Geschäft. Ist mir egal. Hallo, Degu. Wunderschönen guten Abend. Machst du jetzt in die Wohnung? Nein, du gehst raus. Also Welpen können nicht Gassi gehen? Das macht keinen Sinn. Jetzt habe ich eine Pfütze vorm Haus. Das ist ja eklig. Wo geht das Papi jetzt hin? Das ist ja ein komisches Papi. Die machen hin, wo sie wollen. Ja, aber er ist ja auch extra von draußen, von drinnen rausgegangen. Oh, da ist ein Häufchen. Ich kann das Häufchen hochheben. Warum? Warum kann ich das Häufchen aufheben? Ich kann das Häufchen wegschmeißen. Jo. Wo ist das Papi? Hier. Warum schläft sie denn schon wieder im Busch? Ich muss das nicht verstehen. Oh, nun ist er umgekippt. Ups. Jo, soweit alles fit. Und bei dir? Unsere Kids schlafen alle. Iiii, Papi, was soll das? So hast du doch nicht... Iiii. Nicht in der Pipi. Iiii, jetzt bist du ein dreckiges Papi. Du bist ganz schwarz geworden. Iiii. Wirst du noch schwärzer? Hört mal nicht mehr auf damit! Mein Knie tut weh. Das ist nicht schön. Wahrscheinlich dann auch beim Laufen. Oder nur im Sitzen. Steh mal auf, spiel mit dem Papi. Also aufhören damit. Kann ich ihn irgendwie beibringen, dass er das nicht machen soll? Nein. Wir baden das Papi. Das ist ganz dreckig. Laufen geht gar nicht. Das ist natürlich doof. Du machst immer komische Sachen. Au. Au. Das Papi möchte baden.
Und jetzt nimmt sie das vollgepinkelte Papi hoch. Igitt. Aber die Pfütze ist weg. Ist alles im Hund. Wo ist der Hund? Ich sehe ihn nicht mehr. Und? Er ist so klein, ich sehe ihn gar nicht. Da. Danach platzt die Fruchtblase. Oh, Redman ist wach. Weißt du nicht warum, aber okay. Dann ess was. Ist in Ordnung. Chica ist sehr hungrig. Wo ist Chica? Der sitzt doch da dumm rum. Der hat sich noch nicht einmal beschwert. Ja. Wahrscheinlich kannst du jetzt nicht aufstehen, weil Raiden da sitzt, oder was? Dienst du dich jetzt da dran? Papi, geh von dem Essen weg. Du sagst es, diesmal war ich wirklich selber schon. Wenn einem schummrig ist, sollte man sich auf der Treppe umdrehen, sonst reißt das Kreuzband, hat Deku gestern festgestellt. Aua. Ah, das glaube ich, dass das weh tut. Nein, nein, nicht gut. Wie lange ist Redman denn da jetzt eigentlich noch beschäftigt? Erstmal schneller, Mann! Und was machst du jetzt? Nix. Ich streichel das Papi. Du isst noch... Wie lange bist du am Essen, Junge? Kann nicht so lange dauern, ein Stück Kuchen zu essen. Na also... Tipp mal bitte noch ein bisschen weiter. Warum spielst du nicht mit dem Papi? Lass mit dem Papi spielen. So, und wann hast du jetzt Level 5? Das kann doch nicht mehr so lange dauern. Wo zur Hölle sehe ich das? Hier. Immer noch nicht mal die Hälfte? Was treibt der Junge den ganzen Tag? Offensichtlich nicht das, was er soll. Und er hat Spaß dabei? Wieso hast du Spaß dabei? Redman ist ein komischer Vogel. Da kann man nichts sagen. So, du schläfst immer noch, das ist gut. Du müsstest mal gebadet werden. Chica, du stinkst! Das geht so nicht. Da lacht er. Da lacht er einfach. So, so. So einer bist du also. Cindy könnte danach auch mal baden, wenn sie aufsteht. What? Ja. So, du wirst gebadet. Du bist müde. Du könntest so lange eigentlich ein wenig schlafen. Unser Papi ist am Essen. Woran sehe ich denn eigentlich, wann das Papi wächst, wenn ich das nicht mal einsehen kann? Das ist doch doof. Ich habe mit Absicht einen Welpen gemacht, damit wir den ein bisschen wachsen sehen. Aber ich habe leider keinen Einfluss auf den. Der ist doof. Ansonsten ist das schon gar nicht so schlecht. Ich wollte aber mal gucken, wenn wir jetzt diese Wand verschieben hier. Wie viel kostet das? Oh, das ist ganz schön teuer. Ich möchte aber ein Stück größer. Das kann meinetwegen so bleiben. Jetzt haben wir nämlich auch Platz. Das finde ich, glaube ich, besser so. Nachdem jetzt der Hund auch noch hier rumspringt, ist das, glaube ich, gar nicht verkehrt. Haben wir denn da jetzt auch ein Dach drüber? Automatisch? Natürlich nicht. Müsste jetzt echt das auch noch mal ein Stück größer ziehen, ne? Super. Das war alles. Dann ist das Geld bestimmt futsch. Wobei, das kann man ja lassen. Das muss ja nicht alles symmetrisch sein. Aber warum ist hier der Teppich? Da fehlt dann eine Wand. Also hier müsste auf jeden Fall noch ein Stück Wand hin. Warum ist der Raum nicht verendet?
Ja, ich mach keinen.